Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute fliegen wir mal wieder mit dem Flugzeug, das auch The Queen of the Skies bzw. auf Deutsch die Königin der Lüfte genannt wird. Und zwar werden wir heute mit einer Boeing 747-400 fliegen und dies für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft KLM Royal Dutch Airlines. Und da werden wir heute mit der Boeing 747-400 von der Fluggesellschaft KLM auch eine Strecke fliegen, die KLM auch in echt mit der 747 fliegt. Und zwar werden wir heute von Amsterdam nach St. Maarten fliegen. Also geht's heute mal wieder zu einem der gefährlichsten Flughäfen der Welt. Ja, und wir stehen hier am Gate, lasst mich gucken, am Gate Echo 20, Echo 20, hier am Flughafen Amsterdam Schiphol. Ja, und dann würde ich sagen, lass uns direkt mal ins Cockpit gehen. Das Flugzeug ist wie immer im Cold and Dark State. Und dann würden wir dann direkt jetzt loslegen mit der Vorbereitung für den heutigen Flug. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch. Also einmal ab ins Cockpit von der schönen Boeing 747-400. Von der Königin der Lüfte, The Queen of the Skies. Genauso wird das Flugzeug auch genannt. Und wir legen jetzt los mit den Vorbereitungen. Und da zuerst mit dem Pre-Flight Procedure. So, da lass uns zuerst mal ins Overhead Panel gehen. Beziehungsweise ins Overhead Panel gehen ist ja eher nicht so der richtige Ausdruck, weil wir steigen ja nicht so ins Overhead Panel rein, sondern aufs Overhead Panel schauen. Und da gehen wir hier zum Battery Switch und schalten die Batterie erstmal auf On. So, jetzt haben wir aber noch nicht funktionierende Instrumente, beziehungsweise die Bildschirme leuchten noch nicht auf, obwohl wir die Batterie angeschaltet haben. Das hat folgenden Grund, nämlich müssen wir als nächstes erstmal den Standby Power Switch auf Auto stellen und jetzt beginnen auch hier die Instrumente zu arbeiten. Ihr seht, die ersten Bildschirme leuchten auf. Wunderbar. So, wir haben jetzt nämlich auch Strom an Bord. Als nächstes setzen wir die Parkbremse. So, einmal Parking Brake Set. Dann der nächste Schritt wäre dann die External Power anzufordern. Dazu gehen wir hier ins FMC, auf Simu, beziehungsweise Simulate wahrscheinlich. Next Page, Ground Support, Ground Power, Connect. So, dann müssen wir noch auswählen, dass wir jetzt Strom über die Ground Power auch nehmen. Wir haben jetzt hier External Power 1 und 2 available, also können jetzt Strom über die External Power nehmen, damit wir das auch machen können, beziehungsweise damit wir es auch machen. Dass wir auch Strom darüber kriegen und die Batterien damit nicht mehr weiter belastet werden. Klicken wir einmal auf jeden Fall den Schaltern hier, External Power 1 und External Power 2. Und jetzt kriegen wir Strom über die External Power. So, dann als nächstes muss der Bus-Tie auf Auto. Da haben wir hier die 4 Bus-Ties, die gehen alle auf Auto. So, die sind auf Auto. Dann gehen wir zum IRS-Alignment, ganz hier hinten, und schalten alle 3 IRS-Switches auf Nav, also zweimal nach rechts bewegen. So, dann wird das Flugzeug lokalisiert. Steht auch irgendwo jetzt hier, genau da, noch 2 plus Minuten, also ein bisschen länger als 2 Minuten dauert es noch. Hier steht auch nochmal Information, dass alle 3 IRS-Align-Schalter so eingestellt sind, dass das Flugzeug jetzt lokalisiert wird. So, dann gehen wir jetzt ins FMC und werden jetzt auch gleich den Flugplan hier eingeben. Wunderbar, jetzt leuchten auch die Bildschirme da drüben, beziehungsweise jetzt noch die Bildschirme da drüben an. Sehr schön. So, und da gehen wir jetzt erstmal hier auf, das können wir ganz zurückgehen, Index, genau. Dann gehen wir jetzt hier mal auf Init Reference, da kopieren wir jetzt mal die Last Position in die Set IRS Position. So, und dann geben wir jetzt als nächstes schon die Route ein. So, dann erstmal den Ausgangsflughafen, da haben wir heute Amsterdam Schiphol, also den ECAO Code Echo Hotel Alpha Mike. Echo wahrscheinlich für Europa, Hotel für Holland und AM Alpha Mike für Amsterdam. So, das ist der Origin und die Destination ist heute, wie gesagt, St. Maarten Princess Juliana International Airport, also Tango, November, Charlie, Mike. So, und dann gehen wir jetzt gleich als nächstes zu Departure Arrival und werden jetzt die Startbahn und die SID auswählen. So, dazu müssen wir aber jetzt erstmal den Boden kontaktieren und fragen, wo wir denn starten werden. Und wir fliegen heute übrigens auch bei realem Wetter. So, der soll schon mal bei der 18 Center halten. Mal gucken, was wir bekommen. Warten wir mal kurz, bis wir anfordern können. Ich wollte gerade genau hier direkt einen Abflug anfordern. Wir haben gerade die Frequenz eingeschaltet und dann kam genau da der eine, der hat dann gerade hier angefangen anzufragen. So. Jetzt aber. So, wunderbar. Wir sind auch lokalisiert. PFD und ND funktionieren. Sehr schön. So, Runway 27 ist heute unsere Startbahn, okay. Dann wählen wir die mal aus. Müssen uns hier gleich nochmal bestätigen. Schieben wir das mal hier oben in die Ecke. Ja,
Okay, ich bin mal gespannt, wie viel heute los ist. Ihr habt schon gesehen, da sind einige Gates heute hier schon belegt am Flughafen. Mal gucken, wie viele Flugzeuge dann hier am Boden unterwegs sein werden, wenn wir dann auch losrollen werden. Wir sind ja vor einiger Zeit mal mit einem A320 von TAP Portugal hier weggeflogen von Amsterdam. Und da haben wir ja auch an der Startbahn 27, sind auch auf der Startbahn 27 gestartet. Und da haben wir dann eine ganz schön lange Schlange gestanden. Mal gucken, wie es heute sein wird, ob da heute auch wieder so viel los sein wird oder ob wir heute etwas schneller rauskommen werden. Bin ich mal gespannt. Aber ich finde es eigentlich auch immer nicht schlimm. Ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, sage ich sogar. Also eigentlich sogar, wenn wir auch mal da in so einer Schlange stehen, weil in echt steht man auch, stehen die Flugzeuge auch oft am Flughafen in so einer Schlange, wenn viel los ist und kommen nicht direkt raus. Aber mal gucken, wie es heute bei uns sein wird. So, okay. Und wir schalten aber die Frequenz wieder um, dass wir nicht die ganze Zeit Funkkontakt im Hintergrund haben. Also hier einfach wechsle ich jetzt die Standby und Active Frequenz. So, Runway ist die 27, wo wir heute rausgehen. Und der erste Wegpunkt, lasst mich gucken, wo habe ich den Flugplan? Da ist er. So, erster Wegpunkt, erster Wegpunkt, erster Wegpunkt. Der heißt heute, das war zu weit, da ist er. So, erster Wegpunkt lautet heute Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee. Und hoffen wir mal, dass wir da einen passenden SID haben. Nein, haben wir nicht. Na super, haben wir keine passende SID. Okay, dann nehmen wir einfach mal eine SID, die ganz gut aussieht. Wir haben ja hier, sind wir schon mal, da ist die Startbahn. Wählen wir einfach mal hier aus. Da wird es dann da vorne dann nach links gehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann in Richtung Süden auf jeden Fall fliegen müssen. Gucken wir mal, dass eine passende SID ist. Die auf jeden Fall nicht, weil da, weil ich glaube, wenn wir in die Richtung abheben, dann fliegen wir schon ziemlich in die Richtung, in die wir auch dann fliegen wollen. Also die nicht. Nehmen wir mal eine andere. Warte mal, hier nochmal 27 auswählen. So, nehmen wir mal hier den nächsten. Das ist ganz andere Richtung. Das wollen wir gar nicht. So, dann gucken wir nochmal. Nehmen wir den nächsten. Das sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, den nehmen wir. Golf, Oscar, Romeo, Lima, Oscar. Würde es dann bis zu dem Wegpunkt gehen, dann würden wir dann von dem weiterfliegen. Dann nehmen wir doch den, der sieht doch gut aus. So, einmal dazu in die Route und dann gehen wir jetzt auf Arrival. Auf Tango November Charlie Mike, also Princess Juliana International. Wir werden da heute auf der Runway 10 landen. Die andere geht hier eigentlich auch nicht, weil da ja die Berge sind. Also Runway 10, da landen wir heute. Und da gibt es nur hier auch nur den einen Star. Und lass uns hier mal kurz auf F-Plan gehen. Da sind wir hier auch schon bei Princess Juliana International haben wir jetzt hier. Gucken wir mal, wie sieht der Star aus. Ja gut, da ist eigentlich nur der eine Wegpunkt. Ah, da gibt es mehrere Transitions. Wartet mal, dann gucken wir mal kurz, was hier im Flugplan steht. Aber ich glaube, da war Direct. Wir können uns ja einfach mal einen passenden Transition ausruhen, die ganz gut aussieht. Gucken, was steht hier. Hier war der letzte Wegpunkt. Oh, der ist sogar da drin. Hier ist sogar als Transition hier der Wegpunkt drin. Echo, Lima, Oscar, Papa, Oscar. Genau, der ist hier drin. Perfekt. Hier ist die Transition genau zu dem letzten Wegpunkt auf unserer heutigen Flugstrecke. Dann passt es ja wunderbar mit dem Star. Wählen wir das aus. Genau, dann kommen wir aus der Richtung aus. Südöstliche Richtung fliegen wir hier an, drehen dann nach rechts ein auf die Landebahn. Und so sieht's aus, genau. Sehr schön, dann haben wir jetzt SID und Star passend ausgewählt. Gehen also auf Route, auf die Next Page. Und das können wir nur mal kurz gucken. Gehen wir schon mal den nächsten, jetzt machen wir erstmal ein Direct von Gorlo nach Whiskey, Oscar, wie war der nochmal? Lass uns gucken. Na, jetzt hab ich's. Whiskey, Oscar, Oscar, Delta, Yankee. Machen wir mal ein Direct to. So. Whiskey, Oscar, Oscar, Delta, Yankee. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt gleich aussehen wird. Jetzt ist die Frage, welcher Wegpunkt das ist. Na super. Das habe ich jetzt hier nicht. Das kann ich jetzt hier nicht sehen. Weil das habe ich hier nicht nachgeguckt. Wisst ihr was, dann unterbreche ich kurz, guck nochmal, welcher von den Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee Wegpunkten das sein wird. Und dann melde ich mich gleich zurück, dann können wir den richtigen auswählen. Gucken nochmal kurz, wie es am Start sein wird. Oder wobei, nee, wir machen es so, ich unterbreche jetzt die Aufnahme, gebe den Flugplan komplett ein und dann gehen wir den Flugplan kurz mal durch. Dann sehen wir auch ja gleich, wo der Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee Wegpunkt liegt. Also dann, bis gleich. So Leute, es kann weitergehen. Ich bin jetzt fast fertig mit der Eingabe von unserer heutigen Flugroute. Es fehlen noch ca. 2 bis 3 Luftstraßen und Wegpunkte. So, ich bin jetzt gerade bei der Luftstraße Uniform Lima 375. Jetzt kommt der Wegpunkt Echo Golf
Ah, Keyinput hatte ich gerade auch so. Nochmal an. So, Echo Golf. India Mike India. So, und dann zur Luftstraße Uniform Lima 695. Bis zum Wegpunkt Alpha November Uniform. Und dann kommen wir schon zur letzten Luftstraße. Und zwar zur Luftstraße Lima 451. Und darauf fliegen wir bis zum Beginn vom Star. Dann für den Anflug auf Princess Juliana International Airport. Und zwar bis zum Wegpunkt Echo Lima Oscar Papa Oscar. Was hier die Transition ist, wo wir dann auf den Star dann überfliegen. Also dann auf dem Star weiter bis zur Landebahn 10. Genau, und ja, in Princess Juliana International haben wir ja keinen ILS, also werden wir da heute auf jeden Fall per Sicht dann auch landen. So, und unser erster, sagen wir, großer Sichtanflug dann auch hier mit der Boeing 747-400 aus dem Add-on iFly 747-400 Version 2. So, okay, soweit sind wir hier durch. Wir gehen jetzt nochmal auf die erste Seite. So, ihr seht, es sind echt einige Seiten geworden. Insgesamt sind jetzt hier 7 Seiten. Wir geben noch eine, genau, die Flight Number noch ein. Und zwar haben wir da als Flugnummer heute KL, also Kilo Lima für KLM. Und dann als Nummer haben wir 785. Und das ist genau auch eine Flugnummer, die KLM, also die KLM, auch in echt verwendet, um von Amsterdam nach St. Martin, also zum Flughafen Princess Juliana International Airport zu fliegen. So, die machen wir hier rein. Jetzt gehen wir mal kurz nochmal den Flugplan durch und dann, so, jetzt wird die Leertaste gedrückt, Keyboard-Eingabe noch aus. So, gehen wir kurz den Flugplan durch und dann machen wir Activate. So, also, wo sind wir denn hier? Also, beim Start, ne, wobei, das können wir erstmal, wenn wir Activate und dann unter Lags, genau, machen wir das später, dann gehen wir später durch. Auf jeden Fall nochmal zu dem, nach der SID, nach Golf Oscar Romeo Lima Oscar, nach dem Wegpunkt, nachdem wir dann die SID verlassen, fliegen wir ein Direct to zum Wegpunkt Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee und da fliegen wir dann eigentlich nach dem Wegpunkt Gorlo, sag ich jetzt mal, fliegen wir dann eine scharfe Linkskurve zum Wegpunkt Woody oder halt dann Whiskey Oscar Oscar Delta Yankee, aber werdet ihr dann gleich sehen, wenn wir uns den Flugplan nochmal kurz anschauen. So, wir gehen auf Activate und Execute, dann auf Perf Init. So, da gehen wir einfach auf Zero Fuel Weight, drücken links daneben und die Werte werden automatisch eingegeben. Ich habe wahrscheinlich noch was eingegeben. So, erstmal clearen. Jetzt aber, oder? Genau, wird es automatisch hier übertragen. Wir haben heute 147 Tonnen an Kerosin dabei. Und da hat er jetzt hier die Gross Weight und die Zero Fuel Weight. Reserves sind heute bei 10. So, Keyboard Eingabe kurz nochmal an. 10. Und Cost Index 45 und Cruising Altitude heute Flight Level 310. So, dann war das hier, wo wir drücken konnten, aber die Trimmung berechnet. Nee, dann war das woanders, ne? Das war bei den Flaps, glaube ich, dann, ne? So, Thrust Limits, wir machen einen normalen Take-Off. Und genau hier können wir uns dann machen mit der Trimmung. So, Flaps nicht 5, das wäre jetzt bei einer 737 gewesen, wir fliegen eine 747, da haben wir Flaps 20. Hier die V-Speeds, Rotate bei 166 Knoten. Und dann lassen wir die Trimmung berechnen. Wunderbar. Trimmung ist heute 7,3. Und dann sind wir eigentlich hier komplett durch. Haben jetzt alles ins FMC eingegeben, in den Bordcomputer eingegeben, was da rein soll. Hier sehen wir es. Trimmung wurde eingestellt auf 7,3. Können wir mal genau gucken. Ja, passt. Das passt ungefähr. Perfekt. So, die Trimmung ist also richtig eingestellt. Und dann geht es weiter bei unserem Pre-Flight Procedure. So. Wir gehen also jetzt wieder ins Overhead Panel, genau, da gehen wir am besten jetzt auch mal, beziehungsweise gehen ins Overhead Panel, ist ja eigentlich nicht richtig an, richtig so gesagt, aber egal. Wir gehen ins 2D-Cockpit und öffnen hier mal das Forward Overhead Panel. So, können wir es besser sehen. So, wir gehen zur Utility Power, die muss auf On. Utility Power, wo waren die Utility Power? Utility Power. Bus-Tie, Battery, da ist sie, Left-Right Utility, so, genau, es geht ja hier los, ich habe erst hier oben geguckt, da hatte ich aber irgendwie nichts gesehen, habe ich das hier aber komplett übersehen, so, Left-Right Utility, dann Generator Control, wir gehen ja jetzt so hier durchs Overhead Panel durch, also muss ja irgendwo hier sein, dann Generator Control, die gehen alle auf On, hier die vier Generator Control Switches,
Dann Engine Pumps, die gehen auf On. Das sind dann die hier unten. So. Autostart haben wir jetzt das hier schon, geht auf On. Fuel X-Feed geht auf On. Da fehlt noch hier Fuel X-Feed 2 und 3. Die Fuel Pumps gehen alle auf Off. So. Alle auf Off. So, Window Heat geht auf On. Jaw Damper geht auf On, Upper and Lower Damper. Trim Air, genau, geht auf On. Trim Air haben wir hier. Dann Upper Recirculation and Lower Recirculation Fan gehen auf On. So, nächste Seite. Dann der Gasper geht auf On und der Humidifier geht auch auf On. Pack Control Selector geht alle bei allen drei Packs auf Normal. Left and Right Isolation Valve geht auf On. APU Bleed Air geht auf On. Engine Bleed Air geht auch bei allen vier Engines auf On. Das Beacon ist Off. Und dann sind wir hier im Overhead Panel durch. Gehen wieder ins virtuelle Cockpit. So, da werden wir als nächstes beim Glare Shield beim Captain mal die Barrel Reference richtig einstellen. Beziehungsweise auf Barrel einstellen, genau. So, dann drücken wir einmal hier den Traffic Switch, gehen hier mal wieder auf die normale Ansicht. So, dann gehen die Auto Brakes auf RTO. So, hier hinten, für den Fall, dass wir den Start abbrechen müssen. So, No Smoking Signs und Seatbelt Signs gehen auf On. No Smoking und Seatbelt Signs. Dann sind wir auch schon durch mit dem Pre-Flight Procedure und können jetzt weitermachen mit der Pre-Flight Checklist. So, Pre-Flight Checklist. Oxygen tested. Flight Instruments, Heading and Altimeters sind set. So, Heading drehen wir noch ein für die Startbahn. Wir starten hier auf der Runway 27. Also drehen wir einfach mal Heading 270 ein. Und Altimeters sind schon eingestellt. Das passt. Da haben wir heute ein QNH. Höhenmesser haben wir heute bei 30.24. Genau, das sind die Altimeters. Und Parking Brake ist set und Fuel Control Switches sind bei Cut Off. So, dann machen wir als nächstes mit folgendem Schritt weiter. Lasst mich gucken. Jetzt geht's weiter mit dem Before Start Procedure. So, jetzt gehen wir nochmal zum MCP, geben dort folgende Werte ein. Wir geben jetzt hier beim IRS Mach, da geben wir jetzt als Geschwindigkeit V2 an. Also V2, da haben wir hier 177 Knoten heute. Tragen wir hier ein. So, auch wenn wir dann später aber dann natürlich per VNAV fliegen, also dass das Flugzeug automatisch Geschwindigkeit und Höhe per, also es ist automatisch Geschwindigkeit und Höhe bestimmt, beziehungsweise automatisch bestimmt, ist vielleicht ein falscher Ausdruck für, halt automatisch die aus dem Bordcomputer rausnimmt und dann, genau, die aus dem Bordcomputer entnimmt und die halt dann verwendet als Geschwindigkeits- und Höhenwerte. So, dann armen wir jetzt auch LNAV, damit es dann nach dem Start kurz nach dem. Warte mal, ist jetzt gearmt? Jetzt habe ich wieder disarmt. Na, wieso wird es nicht gearmt? LNAV und VNAV wollte ich eigentlich armen. So geht das jetzt nicht. Normalerweise müsste es dann hier so in weiß erscheinen. Habe ich irgendwas vorhin vergessen? Before Start Procedure ist schon richtig. Achso, was noch kommt hier? MCP, wahrscheinlich liegt es daran, genau. Flight Directors müssen nämlich noch beide auf On und der Auto Thrust muss noch auf On. So, genau, das ist der Grund gewesen. Ja, Fehler gefunden, genau, wichtig. Habe ich hier meine Liste überlesen, both FDs and Auto Thrust auf On. Genau, beide Flight Directors hier, FD hier und FD da, FD hier und FD da. Flight Director links und Flight Director right müssen beide auf On und Auto Thrust auf On, genau, dann steht es nämlich hier auch. Und dann ist jetzt hier auch LNAV und VNAV gearmt, genau, so wie es da sein soll. Also wichtig, falls ihr das dann mal nicht armen könnt, Flight Directors auf On schalten, sonst geht das auch nicht. Genau, wir haben es jetzt gearmt, das heißt, kurz nach dem Start wird LNAV automatisch aktiviert und dann 400 Fuß über Boden dann auch, also 50 Fuß über Boden LNAV, 400 Fuß über Boden dann VNAV. So, es geht weiter mit unserem Before Start Procedure. Wir drehen beim Heading, das Heading der Startbahn ein, haben wir gemacht. Und Cruising Altitude drehen wir ein, ist ja für den heutigen Flug Flight Level 3
10, also 31.000 Fuß. So, wir gehen ins Hydraulic Panel. Das haben wir direkt hier über uns. Und da schalten wir die Pump 4 auf AUX. Das ist die ganz hier rechts, genau, darunter auf AUX. Auch die einzige Pump, die diese Möglichkeit hat. Beziehungsweise ist die einzige Pump, wo man hier auf AUX einstellen kann. Die anderen drei gehen alle auf Auto. So, dann Fuel Pumps gehen jetzt alle auf On. Können wir von hier machen. So, einmal alle Fuel Pumps auf On. Aber so wie es aussieht, haben wir für den heutigen Flug auf jeden Fall genug Kerosin dabei. Ich glaube, ich habe die Fuel Tanks, insgesamt haben wir 85% an Fuel dabei. Wenn wir 100% maximal mitnehmen können, haben wir heute 85% dabei. Und es kam ja eben auch nicht irgendwie die Meldung hier, als wir dann den Flugplan hier reingeladen haben, irgendwie eine Meldung, dass wir, genau, irgendwie, da kam nicht irgendwie insufficient Fuel oder sowas da mal stand, also dass wir zu wenig Fuel, zu wenig Kerosin an Bord hätten. Das ist also heute nicht der Fall, also haben wir heute auf jeden Fall genug Kerosin für den heutigen Flug dabei. So, habe ich alle an? Ja, alle Fuel Pumps sind auf on. So, Beacon geht jetzt auf both, das ist obere und das untere Beacon blinken, damit das Bodenpersonal weiß, jetzt werden gleich die Triebwerke gestartet, jetzt geht's gleich richtig los. Genau, wir kommen nämlich schon zur Before Start Checklist. So, Flight Deck Door ist... Oh, Alter, hier ist ja richtig leer geworden um uns herum. Da stand eine Malaysia Airlines Maschine. Hier stand, noch ein A330, wo ich mich an die Airline gerade aber nicht mehr dran erinnere. Und, uiuiui. Na, hier die beiden Flugzeuge sind weg. Wie sieht's hier aus? Da ist, glaube ich, eins dazugekommen. Da hinten rollt die Malaysia Airlines. Ah, da ist die andere Maschine, glaube ich. Naja. Da sind schon ein paar Flugzeuge auf dem Weg zur Startbahn 27, aber es sieht so aus, als ob wir heute ein bisschen schneller wahrscheinlich rauskommen werden als letztes Mal, wo wir hier in Amsterdam gestartet sind. Naja, ist aber ordentlich was los. Oh, da rollt auch eine 747, auch von KLM. Auch eine Königin der Lüfte rollt da entlang. Grüß dich. Genau, und wir gucken jetzt aber nach der Flight Deck Door. Die ist closed and locked. Genau, das Beacon blinkt auch schon fleißig. Und die Passenger Signs, die sind auf on. MCP, V2 Heading. Altitude are set, takeoff speeds sind